Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Video über das Update 5. Ich hatte zwar gestern schon ein Video gemacht, wo ich euch alle Infos mitgeteilt hatte über das kommende Update 5, das ja auch am 8. Dezember rauskommen wird, zusammen mit dem neuen DLC. Allerdings ist, als das Video schon fertig war, dieser Forenpost rausgekommen, nämlich der Deep Dive. Und ich hatte dann in die Kommentare von dem Video geschrieben, dass ich darauf jetzt auch nochmal eingehen werde heute. Und ich habe mir das gerade durchgelesen, also der Text ist gleich. Also die Infos, die ich euch gestern mitgeteilt hatte in dem Video, die sind noch aktuell. Allerdings haben wir hier in dem Forenpost noch ein paar Screenshots, auf die ich jetzt mal mit euch gemeinsam eingehen werde. Hier zum Beispiel das erste Bild. Das ist aus dem Herausforderungsmodus. Das dürfte hier Arizona Breakout sein. Das sieht relativ standardmäßig aus. Das scheint so eine kleine Forschungsstation zu sein. Hier so ein paar Gehege. Und da muss man dann bestimmt aufpassen, dass die Dinosaurier nicht ausbüchsen, so ein bisschen forschen, ein paar Krankheiten bekämpfen. So denke ich das mal. Aber ansonsten sind hier nicht wirklich Infos für uns versteckt, was jetzt mega neu ist. Man soll hier auch einfach ein Parkrating von 5 erreichen. Ist ja auch relativ standardmäßig. Deswegen gehen wir weiter zum nächsten. Da haben wir dann einmal die Hauptmenüübersicht von den Challenge Mode. Da seht ihr jetzt auch die 5 neuen Karten, die wir dann im Herausforderungsmodus bekommen. Arizona Breakout. Ah, geh weg da, dieses Zeichen. Washington State Wreckage, Pennsylvania Headquarters, Oregon Aviary und California Photography. Darauf bin ich am meisten gespannt, weil das ist ja was ganz anderes. Da wird es dann so hier zeitbegrenzte, wie nennt man das denn, zeitlich? Also man muss auf jeden Fall auf Zeit Fotos machen von Dinosauriern. Das scheint eine sehr interessante Challenge zu sein. Die werde ich auf jeden Fall auch machen mit euch gemeinsam. Weil das ist halt was ganz anderes, als einfach nur 5 Sterne zu erreichen. Mal gucken, da bin ich super gespannt drauf. Aber auch die anderen Sachen sind sehr besonders. Schaut da einfach das Video von gestern an. Das verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Da habe ich euch alles mitgeteilt, was ihr wissen müsst. Jetzt kommt es aber zum ganz interessanten Teil. Nämlich haben wir noch einen neuen Screenshot von den neuen Giga-Skins. Das ist hier der 2022 Giga. Und da gibt es ja jetzt 12 neue Hautfarben und 7 neue Muster. Und das hier scheint eine Kombination zu sein, die echt cool aussieht. Wird sogar perfekt in eine Wüstenlandschaft passen, muss ich sagen. Auch die Narben sind noch da. Ich finde das auch cool, dass er hier vorne so ein bisschen Türkis an der Nase hat. Die Skins sehen schon echt gut aus. Da bin ich dann auf die ganzen Kombinationsmöglichkeiten mal gespannt, weil das ist ja immer echt viel, ne? Wenn man 12 mit 7 kombinieren kann. Da müsste man jetzt Mathe können, das kann ich jetzt so schnell nicht. Könnt ihr gerne mal ausrechnen. Das sind auf jeden Fall viele, viele Kombinationen, wie dann der 2022 Giga aussehen wird. Finde ich aber jetzt schon echt optisch richtig cool, muss ich sagen. Ja, ansonsten ist hier nicht mehr viel zu sehen. Allerdings werden wir heute um 15.30 Uhr noch einen Stream von Frontier bekommen, wo die uns dann schon mal ein bisschen das Update im Gameplay zeigen werden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich werde auch einen Livestream parallel machen, dann reagieren wir gemeinsam darauf, würde ich sagen. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr nachher um 15.30 Uhr einschaltet. Ich bedanke mich jetzt schon mal für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.